Lieber Krebs, das ist die allgemeine Monatsprognose für Oktober 2020. Du beginnst den Monat mit einem Vollmond in Widder. Im Oktober 2020 solltest du dir ein neues Ziel setzen. Deine Weiterentwicklung hängt davon ab, ob du dich von bestimmten Abhängigkeiten und ungünstigen Verhältnissen befreien kannst. Du wirst bald eine Sache starten oder eine Initiative ergreifen, die ein vertragliches Verhältnis oder Vereinbarung beinhaltet. Am 4. des Monats geht Pluto direkt in Steinbock. In den Bereichen der geschäftlichen und privaten Partnerschaften werden bald große Veränderungen eintreten, die mit vielen Emotionen verbunden sind. Zwischen 7. und 9. hast du Spannungsaspekte zwischen Merkur, Uranus, Mars und Pluto. An diesen Tagen könntest du dir viele Gedanken um eine Person machen, die nicht ehrlich ist. Es kann sein, dass du viel Energie an eine Sache gesteckt hast, aber es wäre interessant zu wissen, ob deine Bemühungen sich langfristig lohnen. Im Allgemeinen sollte man in dieser Zeit spontan und flexibel bleiben, da nicht alles nach Plan laufen wird. Zwischen 10. und 12. des Monats haben wir einen harmonischen Aspekt zwischen Venus und Merkur. Du dürftest die Gelegenheit haben, mein lieber Krebs, schöne Momente mit einem geliebten Menschen zu verbringen. Die Beziehungen zu deinen Geschwistern, Kollegen oder Kindern können neu definiert werden. Am 14. hast du Merkur rückläufig in Skorpion und dieser Einfluss bleibt bis zum 3. November. Ex-Partner, alte Freunde oder Bekannte können sich plötzlich wieder melden und dich verunsichern. Vergebene Menschen werden die Gelegenheit haben, ihre abgestumpfte Beziehungen wieder in Schwung zu bringen. Im Bereich der Bildung wird man mehr lernen müssen als sonst. Zwischen 13. und 16. haben wir einen T-Quadrat zwischen Sonne, Mars, Pluto und Saturn in Steinbock. In deinen zwischenmenschlichen Beziehungen können Situationen entstehen, die deine Toleranzbereitschaft auf die Probe stellen. Du selbst oder eine andere Person kann sehr emotional werden. Am 6. hast du einen Neumond in Waage. Neues in den Bereichen der Beziehung und der Wohnung ist zu erwarten. Hier ist es wichtig, für mehr Harmonie, Ausgeglichenheit oder Fairness zu sorgen. Nutze die Gelegenheit, deine unmittelbare Umgebung zu reinigen, zu verschönern oder bequemer zu gestalten. Zwischen 17. und 24. haben wir Venus, Trigon, Jupiter, Pluto und Saturn. Diese Konstellation wird dir ermöglichen, deine kreative Seite auszuleben und somit dein Gefühl der Sicherheit zu verstärken. Zwischen 19. und 30. haben wir Mars Quadrat Jupiter. Man sollte verstehen, dass es nicht immer nötig ist, Recht zu haben. Das gilt vor allem beim Gesprächen. Die meisten Lebenssituationen werden in dieser Zeit kluges Handeln sowie pragmatisches Denk- und Urteilsvermögen erfordern. Und dann zum Schluss, am 31. hast du Vollmond in Stier. Am Monatsende hast du die Gelegenheit, dein Sozialleben zu pflegen. Ein schönes Treffen mit Freunden und Familie können sich ergeben. Mein lieber Krebs, mit diesen allgemeinen Aussagen bin ich fertig mit Oktober 2020. Falls du eine genauere und individuelle Prognose für das kommende Jahr oder für die kommenden Monate brauchst, kannst du gerne eine Beratung jederzeit bei mir buchen. An dieser Stelle wünsche ich dir viel Glück und Gesundheit im Oktober 2020. Vielen Dank und bis zum nächsten Video.